Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Hallo, mein Name ist Ben Ouattara. Ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ins Machen zu kommen. Menschen, die bereits wissen, was zu tun ist, aber nicht tun, was sie wissen. Menschen, die sich selbst im Weg stehen, emotional, mental, an Aufschieberitis leiden, Perfektionismus oder einfach nur Angst haben, den ersten Schritt zu gehen. Ich teile mit dir in diesem Podcast Strategien, die du anwenden kannst, um in die Umsetzung zu kommen. Aber wenn du möchtest, dass ich dir persönlich dabei helfe, biete ich dir einen kostenlosen Power Call an. Das ist ein Gespräch mit mir, wo ich dir einige Fragen stellen werde, um spezifisch in deinem Fall, in deinem Leben, mir anzugucken, was da die Limitierungen und Blockaden sind und dir helfen werde, eine Strategie zu etablieren, wie du am schnellsten in die Umsetzung kommst, ins Machen kommst. Und wenn du mit mir in den Call kommen willst, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf www.benmacheseinfach.com. Trag dich ein für einen kostenlosen Powercall. Es dauert nur 2 bis 3 Minuten, dass du einige Fragen beantwortest, sodass ich mich perfekt auf den Call vorbereiten kann. Wie gesagt, dieser Anruf ist kostenlos. Ich biete das an, weil es einfach der beste Weg für mich ist, rauszufinden, mit wem ich langfristig zusammenarbeiten will. Und für dich ist es auch ein guter Weg, rauszufinden, was wirklich bei dir die Blockade ist und wie du sie lösen kannst, um endlich ins Machen zu kommen. Und jetzt steigen wir ein in die heutige Episode von Mach es einfach und mach es einfach. Yo, was geht ab? Ich bin nach einer längeren Pause wieder mal hier im Podcast und es freut mich sehr, wieder hier zu sein. Denn der Podcast ist so die erste Plattform, die ich wirklich genutzt habe, die ich eigentlich sehr intensiv genutzt habe, bevor ich jetzt wieder angefangen habe mit YouTube und Instagram und Facebook. Check auf jeden Fall meine anderen Plattformen ab, wenn du es noch nicht getan hast. Ich habe regelmäßig Livestreams auf Instagram, richtig coole Posts, die ich raushaue in so Blog-Format, Blog-Style und natürlich auch viele YouTube-Videos, wo ich ein bisschen andere Dimensionen, Möglichkeiten habe, wie im Podcast, weil ich einfach Sachen zeigen kann, ne? Und ich bin auch jemand, ich demonstriere sehr gerne etwas. Aber ich bin jetzt back im Podcast und ich war jetzt fast 3 Wochen in Deutschland. Sehr interessant. Ich war bei der Entrepreneur University für 3 Tage waren das, glaube ich. Nee, 2 Tage waren das, Entrepreneur University. Und habe auch einige von euch da getroffen, jeden Einzelnen, den ich gesehen habe, der mich angesprochen habe. Shoutout nochmal. Richtig, richtig cool. Die Energie war mega. Und die Jungs von der Entrepreneur University, Jungs und Mädels von der Entrepreneur University haben da was richtig Krasses auf die Beine gestellt. Richtig, richtig cool. Die machen das von Jahr zu Jahr. Werden ja einfach krasser. Respekt an dieser Stelle. Und danach war ich noch bei Calvin Hollywood. Erstmal mit ihm, haben da ein bisschen gechillt mit ihm und dann war ich auch noch auf seinem Event Raus aus dem Hamsterrad in der Tour in Köln. Danach war ich bei Dirk Kräuter auf dem Event Entscheidung Erfolg für 3 Tage. War auch extrem geil und richtig coole Energie, richtig cool. Und macht mir einfach sehr viel Spaß, auch umgeben zu sein von vielen Menschen, die ich als Vorbilder, Mentoren sehe und Partner. Deswegen richtig, richtig cool. Hat richtig viel Spaß gemacht, sehr viele Menschen getroffen. Ich hatte auch Geburtstag, als ich in Deutschland war, am 2. Mai. Und da ist was Interessantes passiert. Und das möchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge teilen. Das könnte auch sehr interessant und relevant für dich sein. Und zwar, das ist eigentlich vielleicht so eine Kleinigkeit, aber ich denke immer, in den Kleinigkeiten steckt die Macht, die Power. Man sagt auch immer, der Teufel steckt im Detail. Das ist also so ein Spruch. Aber ich denke auch, Genialität steckt auch im Detail. Die Macht steckt im Detail, in den kleinen Sachen. Ich merke das voll oft, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die weiter sind als ich oder die ich beobachte, die meine Vorbilder sind. Ich merke immer in so Nebensätzen, so kleinen Sachen, die sagen, wo ich dann merke, so ey, das war gerade was voll Essentielles und 90% der Leute kriegen das gar nicht mit. So, und wir haben so Freunde von mir, die ich auch sehr, sehr lange kenne, also teilweise manche Leute, die ich seit 20 Jahren kenne, waren da. Viele Leute, die ich auch super lange nicht gesehen habe, seit 10 Jahren ungefähr. Und ein Freund von mir, Dia, hat so eine Art Überraschungsparty organisiert. Und wir hatten dann so in Köln so ein Lokal, wo wir dann gefeiert haben, waren aber nicht so viele Leute da, es waren vielleicht
10, 15 Leute und dann waren noch einige andere Leute, die wir kannten, die auch in diesem Lokal waren. Es war ein bisschen so, wie so Private Mansion heißt es in Köln, es war so ein Raum in Private Mansion, den wir gemietet haben. Und es ist eigentlich ja, wie so eine Art Club, so ein Mini-Club. Und es gibt einen DJ-Pult und da kann man Musik anschließen und so weiter und so fort. Und genau, dann haben wir da ein bisschen gechillt, gefeiert. Und wir sind ja alle, also nicht alle, aber sagen wir mal, ein großer Teil von den Jungs, die da waren, sind auch Rapper. So, ne? Weil ich habe ja damals auch sehr viel gerappt und ne, unsere Jungs, wir hatten eine Crew. Dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch mal Beats reinhauen. Und dann die hatten ein Mikrofon da und haben gesagt, lass mal rappen. Und das Interessante war, also wir haben gerappt so, ne? Und das Ding ist, es ist ja kein Publikum da. Wir sind hier jetzt unter uns und ein paar Jungs saßen da, haben eine Shisha geraucht, da waren auch ein paar Jungs, die ich nicht kannte. Und jeder hat so ein bisschen was gerappt, ne? Alle hintereinander. Und die meisten haben aber sehr, sagen wir mal, mit so 20-30% Energie gerappt, weil ich meine, ist ja keiner da, standen da und haben ein bisschen so vor sich her gerappt, als ob wir einfach in einer kleinen Runde sind. Ich habe das Mikrofon genommen und ich habe eine Performance abgeliefert. Ich habe gerappt, als ob das ein Konzert wäre. Ich bin von links nach rechts gegangen, ich bin auf Leute zugegangen, die da waren, die ich auch nicht kannte, zurückgelaufen und einfach in einem fast leeren Raum. Ja, weil es ist schon sehr viel Platz da gewesen. Und ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht, weil ich das immer so mache. Es ist so, ne? Und und dann kam irgendwie so 2-3 Tage später, habe ich dann mit einem Freund von mir, mit dem ich auch groß geworden bin, so Lamin heißt er, und er hatte mir gesagt so, ey, du bist so an dem Tag so richtig abgegangen, so als ob das so ein Konzert wäre. Und hast doch voll Energie, weil es ist so, es ist einfach komplett rausgestochen von dem Rest. Und als er das gesagt hat, ist mir das so wieder eingefallen, also ist mir das erst aufgefallen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Für mich war das normal. So, ich habe auch gar nicht gemerkt, wie die anderen so mehr so introvertierter waren und ich einfach so eine Show abgeliefert habe. Und da ist mir das nochmal so bewusst geworden, weil für mich, und das ist ein Prinzip, was ich seit Jahren schon lebe, es ist mir egal, ob ich vor einer Person rappe oder auf einer Bühne stehe vor 10.000 Leuten. Ich werde genau dieselbe Energie nach draußen bringen, weil ich konditioniere mich dazu, jedes Mal 100% zu geben. Wenn ich im Gym bin und ich trainiere für mich, trainiere ich mit derselben Intensität, wie wenn ich mich für einen Wettkampf vorbereite. Vielleicht nicht immer, aber meistens. Vom Mindset her, in meinem Kopf, ich gebe einfach die maximale Leistung. Und genauso ist es auch, wenn man trainiert, wenn man sich vorbereitet für etwas, so wenn du etwas 100-mal machst. Ich habe zum Beispiel viele Leute, die mir beim ersten Mal, wo ich auf einer Bühne war und präsentiert habe, haben mir viele gesagt so, wow, wie lange machst du das schon? Und ich habe gesagt, das ist das erste Mal. Ich so, das kann nicht sein. Aber das Ding ist, das, was ich da auf der Bühne gesagt habe, das habe ich schon 1000-mal gesagt. Aber vorher war es vor 2-3 Leuten, vor 10 Leuten, vor 20 Leuten, vor 50 Leuten. Ich habe Workshops gehabt für 10 Leute, wo ich genauso viel Energie gebracht habe, wie wo ich vor 1000 Leuten stehe. Genau die gleiche Intensität. Für 8-9 Stunden am Stück. Wenn ich eine Frage beantworte für jemanden und eine Person steht vor mir, dieselbe Intensität. Weil wie wir eine Sache machen, so machen wir alles. Wie wir eine Sache machen, so machen wir alles. Und wenn du dir kleine Situationen anguckst und denkst, ach, ist jetzt nicht so wichtig, ich halte mal meine Energie zurück. Wofür hältst du diese Energie zurück? Ich visualisiere das Große im Kleinen und das Kleine im Großen. Weil genauso wie wenn 1000 Leute da sind, Leute werden nervös, wenn sie vor 1000 Leuten stehen. Warum? Weil sie es gar nicht gewohnt sind, 100% zu geben. Sie sind gar nicht konditioniert. Ihr Unterbewusstsein ist nicht konditioniert darauf, 100% zu geben. Und sie sind darauf konditioniert, sich zurückzuhalten, weil sie das Gefühl haben, ich bin jetzt vor einer Person, ich bin jetzt vor 5 Leuten, das ist nicht so wichtig. Unterschätzen den Wert, den sie einer Person bringen können, und überschätzen das Große.
und dann zittern sie, wenn sie vor 1000 Leuten stehen. Und bringen genauso vor 1000 Leuten diese 20% raus, weil sie sich nicht trauen, nach draußen zu gehen. Weil sie gar nicht darauf konditioniert sind, 100% zu geben. Es ist so auch ähnlich, wenn du einen Job machst, auf den du keinen Bock hast. Ich sage immer den Leuten, tue das, was du liebst. Aber wenn du noch nicht in der Lage bist, das zu tun, was du liebst, dann liebe das, was du tust. Versuche einen Weg zu finden, das zu lieben, was du tust. Die Zeit vergeht viel zu langsam, wenn du dich zurückhältst. Ich habe so viele Jobs gehabt damals und ich habe versucht, Spiele daraus zu machen. Ich habe mein Lager gearbeitet, ich habe am Fließband gearbeitet. Nicht sehr lange, aber ich habe solche Jobs auch gemacht. Ich habe mal irgendwie im Sommer, habe ich auch mal für 2-3 Monate, habe ich in so einem Lager gearbeitet, wo ich so, die haben mir so Kartons gegeben mit Waschmaschinen und ich musste die auf Paletten stapeln. Und ich habe daraus ein Workout gemacht. Ich habe gesagt, ey, weißt du was, wenn ich schon hier bin, dann werde ich versuchen, so schnell wie möglich, so viel wie möglich von diesen Dingern abzuarbeiten, anstatt dass ich das richtig langsam mache. Warum? Damals war mir das nicht bewusst. Ich habe das mehr so als Spiel gemacht. Aber später ist mir es bewusst geworden. Ich gesagt habe, wenn du dich bei deiner Arbeit zurückhältst und sagst, ach komm, ich hasse sowieso diesen Job, ich werde eh nicht richtig gut bezahlt und so, komm, ich gebe nur 20-30%, ich mache nur das Nötigste, dann unterdrückst du dein Potenzial. Und wie wir eine Sache machen, so machen wir alles. Bedeutet dann, sagst du, nebenbei werde ich dann andere Sachen machen. Und während du dann deine eigentlichen Projekte machen willst, bist du auch so lahm, weil du nicht effektiv bist, weil du nicht produktiv bist, weil du nicht konditioniert bist dazu, 100% zu geben. Mental mit dem Fokus dabei zu sein und reinzugehen. Mach alles so, als ob es das Wichtigste wäre, was du machst. Wenn du es sowieso schon machst, trainiere dich dazu, hohe Leistung von dir selbst abzuverlangen. Eine Show zu kreieren, ein Spiel daraus zu machen. Das ist mein Prinzip, das ist mein Motto. Natürlich, das Erste ist, dass ich so wenig wie möglich Sachen mache, auf die ich keinen Bock habe. Und dann mich in Sachen hineinstürze, wo ich eine Leidenschaft für habe und versuche, so viel wie möglich daraus zu holen, so viel wie möglich Mehrwert zu bieten. Und das ist der Unterschied. Dieses Outstanding heißt es auf Englisch. Outstanding ist mehr als gut, herausragend. Herausragende Leistung, sie ragt heraus. Egal wo du bist, rage heraus. Die meisten Leute, auch wenn sie gut sind, geben nur 80%. Manchmal musst du nur 1% besser sein. Derjenige, der die Goldmedaille gewinnt, ist manchmal nur eine Millisekunde schneller als derjenige, der die Silbermedaille gewinnt. Er ist nicht zweimal schneller, er ist nur ein Bruchteil von einer Sekunde manchmal schneller. Es reicht aus, um herausragend zu sein. Aber so weit muss man gar nicht gehen. In jeder Interaktion, in jedem Gespräch, jedes Produkt, jeden Kundenauftrag, den du hast. Ich kann so viele Stories darüber erzählen, wie ich Jobs hatte, die mir Türen geöffnet haben, wo ich eigentlich überhaupt nichts dafür bekommen habe und einfach nur, weil mir langweilig war. Was heißt langweilig war? Ich hatte mal ein Projekt, das war das, vor 5 oder 6 Jahren, einen Auftrag angenommen, weil gerade sonst nichts reingekommen ist. Und dann habe ich den Auftrag gekriegt und der war eigentlich so ein kleiner Auftrag für das, was ich damals gemacht habe. Und habe trotzdem gesagt, komm, ich mach's. Und hatte Zeit und habe einfach gesagt, komm, ich einfach nur, weil es sonst viel zu langweilig ist, werde ich einfach mal overdelivern. Ich habe overdelivered und der Typ, für den ich das gemacht habe, war eigentlich ein großer Investor. Das war ein ganz kleines Projekt, was er eigentlich brauchte für etwas, so eine nebensächliche Kleinigkeit, die er eigentlich gemacht hat. Und dadurch, dass ich das dann so abgeliefert hatte, gesagt so, ey, das ist unfassbar, was du da gemacht hast. Ich habe hier noch 10 weitere Aufträge mit meinen anderen Firmen, wo ich eigentlich bin. Und da habe ich ihm auch gesagt so, ey, normalerweise ist nicht der Preis und so weiter. Aber
das sticht raus und du bekommst Gelegenheiten dadurch. Egal wo du bist, egal was du tust. Viele Leute sagen mir, du bist sehr talentiert in vielen Sachen, die du machst. Nein, Mann, das ist kein Talent. Klar, okay, vielleicht habe ich irgendwo Talent, aber die meisten Sachen, die ich kann, sind einfach nur repetitive Handlungen. Ich kann rappen, weil ich seit 15 Jahren Rap-Texte schreibe. Ich bin fit, weil ich seitdem ich 18 Jahre alt bin, Gewichte hebe, aber seitdem ich 6 Jahre alt bin, Sport mache. Ich kann viele Sprachen, weil ich das alles gelernt habe. Ich kann gut kommunizieren, weil ich das trainiert habe. Ich kann verkaufen, weil ich das gelernt habe. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe Jobs gehabt, wo ich Kaltakquise machen musste. Ich habe jeden einzelnen Tag einen Wettkampf daraus gemacht mit anderen Leuten und rausgegangen und die maximale Leistung gebracht. Und am Anfang hat das nicht so viel Geld gebracht, aber irgendwann wirst du besser und besser und besser und irgendwann, es macht dir einfach Spaß. Ich war Flugkurier, bin um die Welt gereist und habe gesagt, ich werde das Maximale rausholen. Andere Leute haben nur ihren Job gemacht, das Paket abgegeben, dann haben die im Hotel gechillt. Ich bin rausgegangen und gesagt, ey, ich werde Leute treffen, ich werde überall hingehen, ich bereise doch nicht die Welt und bleib da. 100% rausholen aus einer Situation. Dann ist dein Leben nie langweilig. Egal wo du bist, egal was du tust. Aber die Message, die ich einfach mitgeben will, ist, guck dir jede Situation an, in der du bist. Heute, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr. Blick mal zurück in manchen Situationen und guck mal, wo du dich zurückhältst. Wo du mit nur 50% irgendetwas tust, weil du das Gefühl hast, hier ist es nicht wichtig. Hier sind jetzt nicht genügend Leute. Ja, das ist jetzt klein. Ich gebe 100%. So viele Leute kümmern sich nicht um das Kleine und wollen das Große. Aber das Große besteht aus vielen Kleinen. Mein Opa hat damals immer gesagt, viel Klein ist ein Groß. Und jedes Mal, wenn du vor einer oder zwei Personen eine überragende Leistung bringst, trainierst du dich selbst dafür für den Tag, wo irgendwann 1.000 oder 10.000 Leute vor dir sind. Alles fängt an mit dem ersten Kunden. Alles fängt an mit dem ersten Zuhörer. Alles fängt an mit dem ersten Schritt. Geh den ersten so, als ob es der letzte wäre. Den letzten so, als ob es der erste wäre. Mit derselben Intensität. Geh in jeden Tag rein. Mit derselben Intensität in jede Situation rein. Und du wirst dich wundern, erstmal, wie gut du dich selbst fühlen wirst. Wie viel Spaß dir das macht. Sogar bei Sachen, die du teilweise langweilig findest. Du kreierst den Moment. Ich hab jetzt hier, es wird auch bei YouTube hochkommen, als ich bei dem Event von Dirk Kräuter war, habe ich auch einen Text gerappt auf der Bühne, Zurück in die Zukunft. Und am nächsten Tag kam ein Junge an und hat mich gefragt, so, ja, ich habe gehört, du hast gestern gerappt. Und er hat mitgearbeitet, wie heißt der? Elias heißt er. Er arbeitet im Team von Dirk Kräuter und hatte gesagt, ja, ich habe gehört, du hast gerappt. Und ich habe das leider, habe ich das nicht mitbekommen. So, aber ich würde das super gerne hören. So, kannst du mir das nochmal vortragen? Da habe ich gesagt, okay. Aber ich habe es mitgefilmt. Ich habe gesagt, hey, hier, Carlos, mein Team war da, hat die Kamera genommen. Ich sage, ey, lass uns das einfach mitfilmen. Aber ich habe das für ihn gerappt. Ich guck mal, dass ich den Link hier in den Shownotes reinhaue. Wenn du auf den Link klickst in den Shownotes, dann kannst du das Video sehen, das ist auf YouTube. Und so wie ich für ihn rappe, jetzt dieses Mal haben wir es mitgefilmt, aber so habe ich schon oft für eine Person gerappt. Und manchmal kommen Leute zu mir und stellen mir eine Frage und ich beantworte die Frage für diese eine Person genauso, wie ich sie in einem Livestream oder auf einer Bühne oder was auch immer von einer Crowd von Hunderten oder Tausenden Leuten beantworte. Weil ich so bin. Ich bringe in jeder Interaktion 100%. Es gibt kein Klein, es gibt kein Groß. Weil das Klein ist groß und das Groß ist auch klein. In einer Crowd von 1.000 Leuten sitzen auch nur 1.000 einzelne Menschen. Und wenn du jeden Tag, wenn du mit einer Person diese Intensität bringst, redest, hast du in 3 Jahren, wenn du das jedes Mal machst, auch diese 1.000 Leute erreichst. Aber vielleicht sogar noch auf ein viel höherem Level, weil du jetzt 1.000 Mal das trainiert hast, in State zu sein. Also, wertschätze das Kleine, den jetzigen Moment und gib 100%.
Und wenn du willst, dass ich dir helfe, in deinem Leben auch zu identifizieren, was noch weitere Limitierungen sind, die du hast in deinem Mindset und was für eine Strategie du haben kannst, um noch erfolgreicher nach vorne zu gehen, um noch besser nach vorne zu gehen. Und vielleicht hast du auch jetzt Zweifel, wo du sagst, ja, ich weiß, eigentlich sollte ich das machen, aber wie shifte ich das? Wie shifte ich diese Emotion, dass ich jetzt trotzdem 100% gebe, auch bei etwas, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht so wichtig oder auf das ich keinen Bock habe? Dann kontaktiere mich, wie ich es am Anfang im Podcast erwähnt habe, biete ich einen kostenlosen Powercall an. Das ist ein Gespräch mit mir von ungefähr einer Stunde. Das wird ein Zoom-Call sein, wo ich mit dir eine Strategie ausarbeite, um dir zu zeigen, was der beste Weg ist, für dich in die Umsetzung zu kommen, so schnell wie möglich und die Ergebnisse zu bekommen, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Und ja, der Call ist völlig kostenlos, weil es einer der besten Wege für mich rauszufiltern, mit wem ich am besten langfristig zusammenarbeiten kann und für dich auch einen Weg rauszufinden, um zu sehen, so, ey, ist das eigentlich das Richtige für mich? Und deswegen biete ich das an. Also trag dich ein unter www.benmacheseinfach.com, zusammengeschrieben benmacheseinfach.com, oder klick auf den Link in den Shownotes hier im Podcast und trag dich ein, wähl einen Termin aus im Kalender und wir werden uns schon sehr bald hören im Podcast. Alles klar? Und vergiss nicht, Wissen ist nicht Macht, nur Machen ist Macht. Also mach es einfach und mach es einfach. Melde dich heute noch an für einen kostenlosen Powercall mit mir, indem du auf den Link in den Shownotes klickst. Der Powercall ist ein Zoom-Call mit mir, in dem ich dir persönlich dabei helfe, zu identifizieren, welche Strategie die beste für dich ist, um an ein Ziel zu kommen und deine Limitierung zu eliminieren. Der Call ist kostenlos und es sind nur limitierte Plätze verfügbar, also melde dich jetzt an und klicke auf diesen Link. Du kommst auf eine Seite, wo du ein paar Fragen beantworten musst und wirst dann die Möglichkeit bekommen, einen Termin mit mir zu buchen. Und wenn du dich fragst, warum ist dieser Call kostenlos? Nun, es ist für mich der beste Weg, rauszufiltern, mit wem ich in der Zukunft zusammenarbeiten will. Und es ist für dich eine Gelegenheit zu erleben, wie es ist, von mir gecoacht zu werden. Also warte nicht lange, mach es einfach und mach es einfach.